Hallo Leute, es geht weiter mit Tengami. Ich bin zuletzt hier nicht weitergekommen. Vielleicht war es echt zu spät am Abend, ich weiß es nicht. Jedenfalls war es gar nicht so schwer. Man muss halt quasi nur so eine Runde einmal gehen und dafür halt die Dinger wieder hoch und runter klappen. Ist ja klar, dass man die immer hin und her klappen muss, aber die Frage war halt wie. Und es gibt halt hier eine größere Treppe und eine kleinere Treppe. Jetzt stehe ich schon auf der größeren, weil ich halt, wie gesagt, ich bin einmal nach oben gelaufen, dann hier einmal runter, jetzt hier unten entlang, sodass hier die große wieder ist. Jetzt baue ich mir einen Weg weiter entlang. Das hoffe ich, dass das klappt, denn ich denke, das sollte jetzt gehen. So, endlich haben wir es geschafft. Prima. Dann latscht er mal entlang, Papiermann. Papierman. Aber die Musik hört komischerweise immer auf. Manchmal läuft die und dann klickt man halt wohin, wo man hingehen will. Und auf einmal hört sie dann abbruchartig auf. Das ist ganz komisch. Weiß nicht warum. So. Und manchmal läuft er sogar schneller, ist mir aufgefallen. Aber jetzt läuft er wieder langsam. Wo kommen wir jetzt hin? Ach, das ganze Ding klappt um. Okay. Die ganze Welt stürzt ein. Gut, dann gehen wir mal hier zum Steg. So. Sehr still hier gerade alles. Was kommt jetzt hier? Aha. Kann ich mir da irgendwie was bauen? Ach so, ich kann mir das hier ranbauen. Moment, dann gehört das Stück dahin. Und das Stück dahin. Jetzt ist es heile. Toll. Ich habe mir ein Boot gebaut zum Segeln, das Wasser anklicken. Ach, jetzt können wir mit dem Boot segeln. Das ist ja schön. Ja, dann machen wir das mal. Tuckern hier mal los. Voll schön. Oder auch irgendwie ein bisschen unheimlich. Wo segeln wir wohl hin? Was macht der Mann sich für Gedanken? Wir sind ganz alleine, wir wissen nicht, warum er hier alleine herumirrt und was er sucht. Vielleicht ist das alles ja auch nur ein Traum. Man weiß es nicht. So alleine vor sich hin zu segeln, da kann man natürlich gut in sich kehren und sich Gedanken für sich selber machen und sich ganz bewusst mit sich selbst und der Natur machen. Hier ist ein Steg und wieder so eine Art Tempel oder so, bei dem wir jetzt ankommen. Vielleicht auch sowas wie ein Leuchtturm eher. Gut, wir sind ausgestiegen. Dann kann ich da oben ja jetzt hingehen. Ja, und dann hört die Musik auf einmal wieder auf. Ganz komisch. Aber vielleicht, weil wir jetzt hier an diesen, ja, Leuchtturm kommen, der einfach da etwas anders aussieht als unsere. So, wir klappen das Bild um und sind jetzt an der Spitze des Turmes, nehme ich mal an. Was soll ich aber hier? Weiß ich nicht. Was kann ich jetzt hier tun? Aha.
Es ändert sich. Da fehlt mir bestimmt was. Das mittlere Teil scheint zu fehlen. Alles klar. Okay. Da geht es nicht weiter, nehme ich mal an, ne? Ja, dann gehen wir außen rum. Das ist auch eine gute Idee. Genau. Prima. Da schleicht er entlang. Vielleicht muss ich ja hier hinten hin, um dieses Teil einzusammeln. Oder so. Wie komme ich denn da aber hin? Vielleicht wieder mit meinem Boot und dann da vorne hinfahren? Also wieder voll umsonst hier entlang gelatscht eigentlich. Hätte man auch gleich im Boot bleiben können. Vielleicht kann man da hinten ja auch anlegen oder so, ich weiß es nicht. Schwimmen wir da mal hin. Vielleicht hilft uns das ja irgendwie. Oder vielleicht sogar ganz woanders hin. Aha. Vielleicht können wir hier eher anlegen. Ach, da leuchtet sogar. Ich weiß nicht. Kann man oder kann man nicht? Hier, das sieht doch gut aus. Da leuchtet was. Vielleicht müssen wir da eher hin segeln. Wir können hier irgendwie das. Ach, wir können das Feuer anschießen, wie die Leuchtfeuer. Ja, okay. Jetzt brennen die alle, aber da fehlte ja dann auch noch da hinten einer. Von hier aus können wir den auch rüberschicken. Haben wir jetzt Zauberkraft? Können wir das jetzt so rüberschießen, das Feuer? Dass das auf einmal geht. Ich muss ja nur nah genug ran, so. Zack. Da war doch nicht noch einer, oder? Oder war da links nicht sogar noch einer von? Ich weiß es gerade nicht. Waren hier noch mehr? Nee. Nee, dann will ich nicht sinnlos hier rumfahren. Dann gehe ich schnell wieder zurück. Ich glaube, da fehlen nämlich noch welche. Weiß ich nicht, vielleicht kann man die da auch noch hinschießen? Nee. Die fangen einfach hier in der Mitte an zu leuchten. Dann kann ich da bestimmt entlang segeln und das öffnet sich oder so. Aber hier, ich muss hier die Leuchtfeuer nochmal eben entzünden. Damit Rohan zur Hilfe kommt. Ich weiß ja nicht, was ganz rechts ist, deswegen gehe ich da jetzt hin. Da noch mehr. Ah, hier ist noch einer. Und noch einer. Warte. Zack. Sehr gut. Ach, aber welcher soll denn jetzt? Ach, die gehen beide, alles klar. Den bitte auch nochmal. Habe ich jetzt alle oder nicht? Ich weiß gar nicht, wie weit ich noch nach rechts kann. Ah, hier kann ich hin.
das hier so ein altes Schiff, was hier gestrandet ist oder so? So, wir landen, halten hier mal. So. Gehen wir da mal hin. Jetzt müsste ich eigentlich wieder irgendwas umklappen können, weil hier geht es ja so nicht weiter. Jawohl. Ah, ich bin tatsächlich auf so einem alten Wracksteil. Aber warum immer diese elendige Runde laufen? Und die Musik ist wieder weg. Es hat sich jetzt ausgedudelt. Schade. Genießt das auch manchmal einfach mal, das Spiel auf sich wirken zu lassen. Und wir klappen wieder um. Wo bin ich jetzt? Oben? Okay, was ist denn hier? Kann ich mir da. Ist das das Teil, was ich brauche oder so? Keine Ahnung. Ah, okay. Und was ist das jetzt? Jetzt kann ich hier wieder rumdrehen. Mein Drehen ist ja okay, ne? Ist ja nicht so schlimm. So. Schauen wir mal, was hier noch so. Ich glaube, das muss eher darüber, genau. Zack. Und wunderbar. Offen. Aber irgendwie fehlt da noch was, oder? Was muss ich hier machen? Ah, das geht von allein. Alles klar. Und nu? Oh Gott. Was muss ich jetzt hier tun? Ich weiß doch gar nicht, was ich machen soll. So, das öffnet sich ja. Ja, aber ich brauche doch mal einen Tipp, oder nicht? Hier gibt es doch tausend Möglichkeiten. Hä? Also ich sehe aber, dass dieser schwarze Rand immer irgendwie. Hier gibt es so einen schwarzen Rand und das könnte am Ende so ein Viereck bilden, aber es ist trotzdem ein bisschen verwirrend, muss ich gerade sagen. Ich fange mal mit oben links an. Dann bräuchte ich jetzt das Ding hier. Dann bräuchte ich jetzt einen, der nach unten rechts geht. Das wäre dann der hier. Und dann einen, der das Ganze noch abrundet. Das da. Ja, das hat ja toll geklappt. Woher weiß ich denn jetzt, was ich machen soll? Ich meine, ich kann auch unten links anfangen. So ist nicht. So, mit dem hier. Ich kann doch kein Chinesisch. Oder was weiß ich, was das hier für eine Sprache ist. Fangen wir mal sonst damit an. Oh Gott, es ist doch. Wie soll man das denn schaffen? Verstehe ich irgendwie nicht. Bisher waren die Rätsel voll einfach und jetzt kommt auf einmal sowas. Irgendwie komisch. Und die einfach alle nach oben machen, ganz blöd. Die waren alle ganz oben, ne? Oh Gott. Und einfach vier Stück von einer Sorte auswählen. Vielleicht. Moment mal. Vielleicht so, dass es halt ein schwarzes Viereck ergibt mit den Schatten. Das wären dann. Passen die da? Vielleicht sollen es ja immer dieselben sein und es ist gar nicht so schwierig. Nee. Da, der, der und der. Ich probiere die jetzt nach der Reihe einfach aus. Sonst weiß ich auch nicht weiter. Wie gesagt, vielleicht muss man auch verschiedene nehmen, aber ich bin gerade ein bisschen hier überfragt.
alle unten. Keine Ahnung. Also entweder immer dieselben oder ganz verschiedene. Ich weiß es nicht. Und jetzt zum Abrunden irgendwie einen unteren. Also, wenn ich ehrlich bin, finde ich das gerade total kompliziert hier. Ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Fragezeichen, Tipp anzeigen. Alle vier Symbole sind in dem Wrack verborgen. Mach weiter und lass dir Zeit. Aha, die sind da irgendwie. Was? Dann muss ich nochmal zurück. Wie komme ich denn hier zurück? Was? Die sind da in dem Wrack verborgen und ich muss die. Ja, stimmt. Da waren ja. Das sind dann unsere Tipps. Naja, sonst weiß man das doch hier auch nicht. Das ist doch. Dann muss ich mir die aufschreiben, oder wie? Also, wir haben hier dieses Zeichen. Ja, dann. Ich muss mir die ja aufschreiben. Wie soll man sich das denn sonst merken? Und vor allem die aufzuschreiben ist ja schon schwierig hier. Ich muss mir. Also, wir haben hier so ein komisches. Kann ich nicht beschreiben, Ding. Kann man halt nur, wenn man das auch kann, die Sprache. Ja. So, das habe ich mir jetzt notiert, was ich hier sehe. Dann gehst du da nochmal hin, bitte. Wenn wir jetzt hier die Hinweise natürlich kriegen. Natürlich ist mir das aufgefallen, dass hier diese Zeichen sind, aber irgendwie, weiß ich nicht, habe ich das jetzt vergessen gehabt, dass das einen Zusammenhang vielleicht haben könnte. Daran habe ich nicht gedacht. Vor allem, weil man da ja auch nicht hingehen kann oder er sich das jetzt merkt oder so nix. Man sieht das halt einfach nur so unscheinbar, während man hier über das Schiff torkelt, aber sonst entlang schwebt. So, dann ändern wir nochmal die Perspektive hier. Ah, da ist das nächste Zeichen. Und ich glaube, da wir hier angefangen haben, ist das dann eigentlich Nummer 1. Ich mache mir mal Zahlen hin. Und das hier ist dann Nummer 2. Dann gehe ich jetzt hier nochmal hin. Ich weiß nicht, dass ich noch mehr zurück muss und dann was gesehen hätte. Ich glaube aber nicht. Immerhin schon mal zwei Hinweise. So. Prima. Ah, hier oben ist das dritte gewesen. Moment. Das muss ich jetzt mal so festhalten. Dann mache ich da eine 3 drüber, so als drittes Zeichen. Ist ja auch fies. So. So, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Ich hoffe, ich erkenne die später auch. Ja, das waren jetzt 3 Zeichen. Ich glaube, mehr kann man auch nicht finden, oder? Vielleicht beim Umklappen noch mehr. Naja, vielleicht kann ich sie mir ja selber. Vielleicht finde ich das ja selber. Mal gucken. Warte. Ich klappe nochmal um. Nicht, dass man hier zwischendurch auch noch eins sieht. Das hatte ich jetzt schon notiert. Da ist noch eins. Boah, ist das fies. Das ist echt fies. Nummer 4 ist hier so rechts, sieht man das, wenn man es umklappt. Oh Gott. Ich kann das nicht mal aufzeichnen. Ich kann gut zeichnen, aber wenn ich schon ein bisschen genauer hingucken. Wie so eine 4 irgendwie in einem Kasten.
So, das war dann das Zeichen. Alles klar. Gucken, ob ich es hinbekomme. Also Nummer 1 war das hier eigentlich. Nee, nee, bleib mal da dran. Du Ding. Das müsste das sein. Nummer 2 waren diese Striche. Nummer 3 war. Moment, wo hab ich's? Muss ich erstmal nochmal angucken. So ein N von der anderen Seite. Da. Ist es das hier? Ja, das hier. Und dann 4 ist wie so eine 24 halt, das Teil. Und? Warum geht's jetzt nicht? Oder habe ich mich jetzt hier vertan? Das war doch nicht das hier, oder? Muss ich mal. Warte. Hier habe ich mich vertan. Es ist ja gar nicht das. Oder? So ein. Doch, das ist das. Das habe ich so aufgezeichnet. Und das in dem Viereck, das war doch das, was wir jetzt zuletzt hatten. Vielleicht ist die Reihenfolge falsch. Das wäre aber auch fies. Ach, Nummer 1 ist hier, fängt mit den Strichen an. Stimmt. Und dann kam das andere danach. Moment. Dann kommt jetzt genau andersrum. Das hier. Jawohl. Super. Ja, ich habe mich nur vertan, obwohl ich sogar die Zahlen drüber geschrieben habe. Das ist ja toll. Und dann kriegen wir das Rädchen hier, das Zahnrad. Dadam. Du hast ein Zahnrad gefunden. Prima. Gut. Klappen wir wieder um. Weg hier. Voll gemein eigentlich mit den Zeichen. Vor allem, dass man die beim Umklappen nur sieht. Da muss man ja auch erstmal drauf kommen. So. Gehen wir mal zurück mit unserem Zahnrad und öffnen das komische Leuchtturmtürchen. Jetzt lauf doch mal dahin. Schneller. Komm, 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 komm. So, zurück zum Steg. Jetzt kommt hier wieder die Abenteuermucke. Und wir segeln wieder weg. Wir haben das Rad uns erarbeitet. Tja, was erwartet uns beim Leuchtturm? Vielleicht ändert, klappt das ganze Bild dann wieder um. Die Wege werden irgendwie aber auch immer länger. Ich hoffe, alle Feuer brennen jetzt, müssten sie aber eigentlich. Richtig so dieses Knarzen vom Schiff, so voll echt. Aber hier gibt es keine Vögel, keine Tiere, keine anderen Menschen. Wir sind ganz alleine. So, dann bin ich ja mal gespannt. Thank you.
Es ist aber auch ein weiter Weg hier zu segeln. So, da sind wir. So, die Musik hört wieder aus. Wir sind am Leuchtturm angekommen. Wir nehmen unser Zahnrad und müssten damit die Tür jetzt eigentlich öffnen können. Ach, hier ist auch das letzte Leuchtfeuer drin, ne? Und dann leuchtet der Leuchtturm auch. Dafür sind nämlich die anderen auch gut, sehe ich jetzt gerade, weil der hier drinne ist. Und das setzen wir natürlich ein. Und nu? Ach, jetzt können wir das drehen und öffnen. Das ist ja auch witzig. Haha, das ist cool. Jetzt bin ich gerade voll an mein Mikrofon gekommen. Entschuldigung. So, wir können das jetzt. Wir haben das jetzt rausgeholt. Das heißt, wir müssen aber wieder weg, weil wir können das ja von hier aus gar nicht öffnen. Oder? Doch, wir können das hier rüber schicken. Ta! Zack, leuchtet's. Und? Müsste das jetzt nicht brennen? Hä? Oder nicht? Warum? Doch, es brennt doch. Was wollt ihr denn noch? Vielleicht müssen wir einfach weggehen. Keine Ahnung. Komisch, dass es jetzt nicht leuchtet. Wahrscheinlich ist es da hinten jetzt aufgegangen, wie ich meinte. So. Jetzt leuchten diese Symbole da hinten wahrscheinlich alle, auch wenn ich es irritierend finde, dass man das hier jetzt gar nicht leuchten sieht. Naja. Oh gut, dann segel da mal hin. Vielleicht sieht man das ja nur ganz oben, weil das Feuerding ja auch ganz oben ist und irgendwie nicht da drinne. Nö, da leuchtet nichts. Müsste aber eigentlich jetzt, fehlt jetzt noch einer? Nee, das ist jetzt nämlich offen. Haha. Prima. Hab's geschafft. Alles fällt wieder in sich zusammen, so wie wir das schon kennen, was immer total irre irgendwie ist. Es kommt so richtig auf einen zu, finde ich immer. So bam. Gut, wir schwimmen mal wieder ein bisschen weiter. Gucken, was wir entdecken. Dieser mysteriösen Welt. Und dieser recht einsamen Welt vor allem. Wieder ein Punkt, an dem ich hinfahren soll. Gut. Aber trotzdem ist es schön, auch wenn es so leer ist und einsam. Trotzdem ist es irgendwie schön.
wie so eine unentdeckte Welt halt, die man sich anschauen kann. Das ist ja auch cool. Sieht sehr, sehr schön aus. Wie so ein Haus. Keine Ahnung, was hier ist. So, wir sind wieder ausgestiegen. Und ich würde sagen, das ist eine ganz gute Stelle, um einen Cut zu machen, sodass wir uns das nächste Mal wiedersehen bei Tengami. Alles sehr mystisch und ja, total kulturangehaucht und keine Ahnung, warum der Papiermann hier ist und warum wir uns in einem Bilderbuch befinden, aber es ist auf jeden Fall weiterhin interessant und einfach mal was komplett anderes als sonst. Wir sehen uns im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.